Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Und ich habe heute keine Lust, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir sind eben ein Stündchen, beziehungsweise ich bin eben ein Stündchen mit dem neuen Ford Focus RS gefahren. Ja, ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt hier zu stehen und euch zu erzählen, was das Auto kann und was nicht. Ganz im Ernst, ich möchte am liebsten weiterfahren, aber dafür sind wir ja leider nicht eingeladen worden. Also, herzlich willkommen bei Ausfahrt TV. Unsere Reviews sind immer ein bisschen länger, macht aber gar nichts. Guckt einmal in den Beschreibungstext des Videos, da findet ihr Sprungmarken, könnt von Kapitel zu Kapitel springen oder zwei Kapitel heute, zwei Kapitel morgen gucken, je nachdem, wie ihr es wollt. Dazu in dem Beschreibungstext findet ihr auch die technischen Daten von dem Fahrzeug und unsere Reviews sind auch immer gleich aufgebaut. Also wenn ihr den jetzt zum Beispiel vergleichen wollt mit CLA 45 AMG, ja, schlechtes Beispiel haben wir gar nicht, haben wir schon, aber nicht in dem neuen Format, dann guckt ihr euch halt den Review an und den anderen auch noch und dann könnt ihr hervorragend vergleichen. Das zur kurzen Vorrede, jetzt geht's aber los hier, 2016 Ford Focus RS und Jan kann grinsen, echt, ich habe so einen Spaß gehabt. 1998, schon ein paar Tage her, da hat Ford mit dem Ford Focus den Ford Escort abgelöst. 2000 und 2001 war das das am meisten verkaufteste Auto weltweit. Das ist schon eine Ansage. 2002 kam dann der erste Ford Focus RS, hatte damals 215 PS und Frontantrieb. Dann 2004 kam die zweite Produktgeneration von Ford Escort. Das hat dann aber ein paar Jahre gedauert bis 2009. Da haben sie den neuen RS, also die zweite Produktgeneration vom RS vorgestellt. Und der hatte dann schon immerhin 305 PS, waren 2,5 Liter Benziner. 2010 gab es eine Sonderedition der Ford Focus RS 500 mit 350 PS, eine limitierte Version mit nur 500 Stück, die haben sie produziert. Und 2011, ein Jahr später, kam dann auch schon der neue, die dritte Produktgeneration vom Ford Focus. Und letztes Jahr, im Januar, haben wir euch schon bei der Weltpremiere dieses Fahrzeug einmal zeigen können. Die dritte Generation vom Ford Focus RS. Und das ist genau das Fahrzeug, was, Entschuldigung, was wir hier heute fahren und euch vorstellen wollen. Der Ford Focus wird seit dem 14. Januar 2016 produziert im Saarland in St. Louis, ist ab sofort auch bestellbar und ist, glaube ich, das Auto, wo ich wirklich ordentlich nachdenken muss, ob das nicht was für mich privat ist. Also ich finde den richtig klasse. Aber das will ich hier gar nicht einstreuen. Wichtig sind vielleicht noch die Mitbewerber. Und da haben wir aus dem Premium-Segment natürlich die Mercedes A-Klasse als A45 AMG, den neuen BMW M2 auf jeden Fall auch, auch wenn er ein Hecktriebler ist, ein reiner Hecktriebler. Dann hätten wir auch noch den Audi RS3, den haben wir auch schon im Review euch mal vorgestellt. Und ich würde den Golf R vielleicht noch mit reinnehmen. Für den RS gibt es nur einen Motor, das ist der 2,3 Liter EcoBoost. Den kennen wir schon aus dem Mustang. Das ist quasi der gleiche Rumpfmotor. Hier kommt aber ein Twin-Scroll-Turbolader und ein Ladeluftkühler zum Einsatz. Und dementsprechend hat er ein bisschen mehr Leistung. Den RS gibt es nur mit dem Allradantrieb, wobei bis zu 70% der Kraft auf die Hinterräder verteilt werden kann. Das kommt später nochmal. Und es gibt ihn bislang auch nur mit manueller Schaltung. Wir haben manuelles Sechsganggetriebe hier verbaut. Heute haue ich mal wieder drauf hier. Ford Performance, meine Freunde. Das ist ja der 2,3 Liter EcoBoost Vierzylinder. Der hat eine Leistung von 350 PS und verfügt über ein maximales Drehmoment von 440 Newtonmeter, die zwischen 2000 und 4500 Umdrehungen pro Minute anliegen. Es gibt noch eine Overboost-Funktion. Für 15 Sekunden kann man ein maximales Drehmoment von 470 Newtonmeter erreichen. Und natürlich haben wir auch beim Ford Focus RS die Fakten, Fakten, Fakten für euch. Das Baby beschleunigt von 0 auf 100 in 4,7 Sekunden, wenn man es dann mit dem Schalten hinkriegt. Und die Höchstgeschwindigkeit erreicht man dann bei 266 km/h. Der 2016 Ford Focus RS verfügt über einen Tankinhalt von 62 Litern. Bei einem Neftsverbrauch laut Ford von 7,7 Litern Super Plus auf 100 Kilometern könnte man theoretisch, und ich sage echt theoretisch, auf eine Reichweite von fast 800 Kilometern kommen. Der kombinierte CO2-Ausstoß liegt bei 175 Gramm pro Kilometer laut Ford.
Der Ford Focus RS ist 4,39 Meter lang bei einem Radstand von 2,65 Meter. Er ist 1,47 Meter hoch und misst in der Breite 1,82 Meter. Von Außenspiegel zu Außenspiegel ist er 2,01 Meter breit. Der Wendekreis des 2016 Ford Focus RS beträgt 11,90 Meter. Das Leergewicht ist mit 1.529 Kilogramm angegeben, das zulässige Gesamtgewicht mit 2.025 Kilogramm. Der Einstiegspreis für den Ford Focus RS liegt bei 40.000 Euro. Was unser Testwagen kostet, kann ich euch nicht sagen, aber ich kann euch sagen, dass ein voll ausgestattetes Fahrzeug 45.890 Euro kosten müsste. Die Versicherungsklassen habe ich auch noch für euch. Haftpflicht 18, Vollkasko 27 und Teilkasko 24. Was mich bei dem Ford Focus RS wirklich fasziniert, ist der Preis. Also einmal ist er wirklich bezahlbar, der Wagen, und dann voll ausgestattet zahlt man quasi nochmal 5.000 Euro extra. Das ist echt eine Ansage und ich sage auch mal eine echte Kampfansage. Es gibt nur so ein paar Sachen, die man extra zahlen muss. Es gibt schöne Pakete, die geschnürt worden sind, da ist das meiste drin. Hin und wieder gehe ich mal auf so Kleinigkeiten ein. Ich gehe nicht darauf ein, wie sich der Ford Focus RS zum ST oder zum Basismodell unterscheidet. Weil ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, soll ich hier jeden vorne sagen, boah, ist ein bisschen dicker, ne? Und hinten, boah, ja, einen dicken Arsch. Nein. Also, ihr seht selber, die Schnauze sieht wesentlich aggressiver aus. Wir haben da auf der linken Seite auch noch das Focus RS-Logo und hier unten einen gigantischen Splitter. Das ist ein richtiges Kraftpaket optisch. Komme ich in Schwärmen? Bin ich noch objektiv? Tobi nickt, alles gut. Ja, nein, also der sieht echt knackig aus, gefällt mir gut. Aber was bei diesen 40.000 auch drin sind, sind zum Beispiel die Bixenon-Scheinwerfer inklusive dynamischem Kurvenlicht und Abbiegelicht. Und natürlich hat er auch hier LED-Leuchten, das haben sie nicht ganz so schön gemacht, diese Kiemen hier oben. Hätte man ein bisschen schöner machen können, wie auch beim Mustang, ne? Hätte auch ein bisschen schöner sein können. Licht konnte man noch nicht ausprobieren, aber ich denke mal, es wird funktionieren. Was wollte ich noch sagen? Ach so, Ford, ne? Das ist ja mal mein Lieblingsthema bei Ford. Beheizbare Frontscheibe, 210 Euro und die Düsen sind auch noch beheizt. Ich bin Laternenparker, ich weiß sowas zu schätzen. Ihr Garagenparker natürlich nicht, aber finde ich klasse, auch 210 Euro kann man sich leisten. Ne? Zack, rein in die Konfiguration. Was gibt es sonst noch? Ah ja, der Ford Focus RS ist 27% steifer gemacht worden als das Serienfahrzeug. Also die haben nicht nur einen dicken Motor reingepackt und ein paar dicke Bremsen dran gehauen und ein bisschen Auspuff und Zauber, sondern die haben das Auto auch wirklich steifer gemacht. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich merke das, aber es beruhigt mich auf jeden Fall. Es sind nicht 27, es sind 23%. Ich entschuldige mich, aber selbst 23% beruhigen mich ein bisschen. Wer sich ein Ford Focus RS bestellen möchte, so vielleicht auch der kleine Jan, der kann zwischen 5 Farben aktuell wählen. Weiß ist kostenlos, aufpreisfrei und Nitrus Blau, meines Erachtens die schönste Farbe, die kostet 850 Euro. Das hier nennt sich Magnetic Gray, magnetisches Grau sozusagen. Ich glaube, liegt so um die 525, ich weiß es nicht genau, habe ich nicht vorbereitet, die Farbe. Habe nur das Blau, ich wollte das Blau haben. Da standen auch Blaue rum, alle weg. Waren wir zu spät, verdammt. Aber ist auch schön in diesem Grau, in diesem magnetischen. Ja, ich meine, Entschuldigung. Natürlich haben wir hier auch Ford Focus RS, ne? Seitenschwelle, ihr seht es selber, stehen nicht so wirklich weit raus, könnte man noch ein bisschen mehr draus machen, ist aber, denke ich, in Ordnung. Der Ford Focus RS steht immer auf 19 Zoll Felgen, es gibt unterschiedliche zur Auswahl. Hier in unsere ist dann auch nochmal schön das RS-Logo eingestanzt. Und wir haben auch eine bessere Bremsanlage als beim Serienmodell. Das sind 350er Scheiben, die Bremse ist innen belüftet und von Brembo. Die kann man sich auch hier bestellen in blau lackiert. Jetzt muss man nachdenken, bei manchen Herstellern heißt ja Blau Elektro, ne? Aber hier bei Ford ist Blau auch mal Performance. Und dann kostet das hier 150 Euro extra, das bisschen Blau. Aber nicht nur vorne, sondern auch hinten. Also zusammen 150 Euro. Entspannt euch. Zusammen 150 Euro. Größenangabe für die hintere Bremse habe ich nicht gefunden, ist aber auch eine Scheibenbremse. Wer meint, dieser Heckspoiler wäre übrigens zu auffällig, der kann sich die hinteren Seitenscheiben auch tönen lassen. 200 Euro Aufpreis dann. Nein, das macht überhaupt keinen Sinn, was ich euch gerade erzählt habe. Ich habe nur die Seitenscheiben vergessen und wollte sie noch erwähnt haben. Ich persönlich
Also jetzt ganz persönlich, das ist hier kein Test und so, ihr wisst das ja. Ich sage ja immer meine Meinung. Ich finde das Heck richtig gelungen. Also ich stehe nicht so auf eine Pommes-Theke, ne? Kurt, 5 Kurze normal und mal eine Pommes dazu. Nee, finde ich überhaupt nicht schön. Aber im Gesamtkonzept, unten mit dem dicken Diffusor, ich finde, oh hier, ist doch cool. Und guckt euch mal die Rohre an. Ich meine, hallo, Spaß. Wenn ich das Auto hätte, würde ich mir ständig hinterherfahren. Ha, ha, ha. Nein, Scherz beiseite. Ich glaube, meine Frau hätte ein Problem mit dem Ding. Oder ich hätte ein Problem mit meiner Frau mit dem Ding. Jedenfalls, meine Frau steht so ganz und gar nicht auf die Dinger. Und wenn ich mit so einem Auto dann nach Hause komme, ich weiß jetzt schon die Sprüche. Aber es wäre mir egal. Ehrlich, ich glaube, ich würde es durchdrücken wollen. Doch, es wäre es mir. Der Rest des Autos ist es mir wirklich wert. Gut, okay, Heck, komm, jetzt mal ordentlich hier. RS-Logo, seht ihr, ne? Oben eine dicke Pommes-Theke, unten einen dicken Diffusor, darin wunderschön eingearbeitet. Diese wirklich fetten Auspuffrohre, die am Rande gesagt auch einen ganz schönen Klang machen, sowohl innen wie außen. Und ich stehe, wie gesagt, hier auf die kleine Extraleuchte. Was ist das eigentlich? Nebel oder Rückfahrscheinwerfer? Man weiß es nicht. Finden wir noch raus. Finden wir für euch noch raus. Na klar. LED-Technik findet man auch in den Rückleuchten hier. Aber Blinker und hier Rückfahrscheinwerfer sind normale. Ja, jetzt entführe ich euch mal. Ha, ha, ha. Nein, ich nehme euch natürlich mit in den Innenraum. Die Tür hier öffnet im 80-Grad-Winkel. Es gibt obendrauf noch eine kleine Focus RS-Einstiegsleiste. Ist aber nur drauf lackiert, nicht beleuchtet. Ja, für euch sieht es nur aus, als würde so ein kleines schwarzes Michelin-Männchen jetzt in den Ford Focus hier steigen. Aber das bin ich tatsächlich. Und ah, ja, herrlich. Die Sitze sind klasse. Um die Tür, wenn ich sie ganz aufreiße, dann muss ich mich ein bisschen rauslehnen, um sie zuzuschlagen, aber die Tür ist relativ leicht. Ja, so sieht es aus im Innenraum hier vom Ford Focus RS. Und ich tendiere dazu, einfach das Format so ein bisschen zu kürzen und zu überspringen, weil ich denke, das ist ja alles nicht so wichtig. Aber natürlich ist es wichtig, weil wir bauen ja alle Reviews eben gleich auf. Also, fangen wir mal an mit den Materialien. Wir haben ja natürlich Plastik, ne? Überall Plastik. Nein, hier oben ist Soft Touch, das zieht sich auch runter, bis hier vorne, selbst an der Seite noch. Hier fängt es dann an, Hartplastik zu werden und hier fühlt es sich dann auch schon nicht mehr schön an. In den Türen haben wir zumindest Kunstleder, würde ich sagen. Das ist auch ganz schön, sowohl Lenkrad als auch hier in den Seitenteilen. Und die Sitze sind mit so einer blauen Kontrastnaht versehen. Sieht meines Erachtens ganz schick aus. Wir haben hier nicht die reinen Ledersitze, sondern auch Stoff-Leder-Mischung halt. Und hier oben auch am Handbremshebel, Jungs, Handbremshebel haben wir hier auch. Auch hier überall diese Kontrastnaht. Ich finde das schon relativ schick. Also. Ja, kann man nicht anders sagen. Ich muss einmal ein bisschen gucken hier. Gut. Natürlich könnte das alles noch ein bisschen hochwertiger sein, aber jetzt mal ganz im Ernst, Hand aufs Herz, 40.000 Euro, darüber reden wir hier. 350 PS, 40.000 Euro. In die Relation setzen wir das heute alle, weil der Jan glänzende Augen hat. Ja, gut. Mein Platzangebot. Also ich bin ja 1,80 groß, das ist bekannt. Ich habe hier massig Kopffreiheit. Ich habe auch überhaupt kein Problem gehabt, eine gute Sitzposition zu finden. Also ich bin quasi in das Auto reingestiegen und mit dem Sitz verschmolzen. So war das. Quatsch, ich erzähle nur Unsinn hier, aber ich bin echt gut drauf halt. Ne? Was soll ich denn machen? Also ich habe genug Kopffreiheit, auch zur Seite. Ich bin ja mit Tobi gefahren. Wir sind auch ein bisschen schneller durch die Kurven. Tobi saß. Zu keiner Stelle saß er bei mir auf dem Schoß. Also die Sitze bieten auch genug Seitenhalt, davon mal abgesehen, aber man hat auch wirklich Platz hier. Das ist schon sehr angenehm. Ich bin der Tobi und 1,95 Meter groß. Das rechtfertigt eigentlich auch hauptsächlich, warum ich hier bin. Ich muss sagen, erstmal zu den Sitzen. Das sind Recaro Sportsitze, wie er schon erwähnt hat. Das sind die ersten Recaros, bei denen ich die Kopfstütze verstellen kann. Das finde ich ziemlich praktisch, weil man dann auch da noch an der Höhe was tun kann. Und wenn man, so wie ich sagen, wenn man ein bisschen satter auf der Straße steht, dann muss man, glaube ich, das mögen, solche Sportsitze. Also man muss sich schon ein Stück reindrücken und die sitzen dann auch relativ eng und liegen auch eng an. Mir gefällt das ziemlich gut, weil ich immer das Gefühl habe, so habe ich am meisten Halt da drin. Aber wenn man das vielleicht nicht so gewohnt ist oder noch nicht so oft in so Sitzen gesessen hat, sollte man da sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, nicht, dass es dann doch irgendwann zu sehr drückt oder ähnliches.
Ja, das noch als Info, aber jetzt zum Auto und zum Fahren. Ich muss sagen, dass ich finde, dass der Sitz ruhig noch ein Stück weiter nach hinten könnte. Also ich habe jetzt keine Probleme gehabt oder würde sagen, dass das eine unbequeme Sitzposition ist, aber so ein paar Zentimeter mehr würden mir schon gefallen. Die Lenkradeinstellung ist optimal, auch vom Platz, den ich noch so habe, um zu steuern und ähnliches. Das ist alles in Ordnung, aber wie gesagt, wenn ich jetzt... wenn ich jetzt noch ein paar Zentimeter mehr nach hinten könnte, dann würde mir das von den Pedalen besser gefallen. Zu den Seiten hin ist das alles optimal. Die Kopffreiheit, ich kriege so gerade noch eine Faust zwischen den Dachhimmeln und meinen Kopf, also ist das auch in Ordnung. Alles in allem ist das vollkommen in Ordnung und ich bin wirklich zufrieden mit dem Auto. Ergonomie, ja. Ja, ist mir gar nicht so aufgefallen, dass ich hier so viel Schalter auf dem Lenkrad hatte. Dann haben wir mal auf die Straße geguckt. Guck dir das mal an, Tobi, hast du die gesehen? Ganz viele Schalter hier. Man hat schon einiges zu klicken. Es wird einem hier nicht langweilig, ne? Nein, also normalerweise würde ich ja sagen, das erschlägt mich hier alles. Also ich habe hier oben eine Einheit, dann habe ich hier unten, hier wieder, hier überall. Aber ich fand es jetzt beim Fahren gar nicht so störend. Die wichtigen Sachen hier, unten habe ich einen Drive-Mode-Schalter, wichtig. Und hier am Blinkerschalter habe ich nochmal so einen Taster, da kann ich das Fahrwerk einstellen, auch wichtig. Und den Rest hier habe ich einmal geguckt, damit ich den digitalen Tacho sehen kann, auch wichtig. Der Rest alles egal, kann auch weg. Heizung, nein. Also ergonomisch ist das Ganze hier nicht, zumindest nicht fahrerorientiert aufgebaut, ergonomisch vielleicht schon, aber fahrerorientiert, das Display ist mir nicht zugewandt. Ich habe hier eine ganze Menge Schalter, hier ist auch nochmal was. Komm, nächster Punkt. Fangen wir mal mit unserem Standardprozedere. Wir können die Höhe der Gurte verstellen, das ist ja auch nicht gerade Standard bei sportlichen Fahrzeugen. Und so viel Gurte haben wir zur Verfügung, das passt auf jeden Fall. Ja, ich sitze hier, eben hatte ich schon erwähnt, auf Sportsitzen, Recaro-Sportsitze, Außenwangen mit Leder bezogen und der Mittelteil dann halt mit Stoff. Ich kann die in der Höhe verstellen, alles schön manuell. Ich kann den ganz zurückrücken und, aua, da tue ich mir weh, ganz nach vorne. Es geht, glaube ich, sogar noch weiter, aber meine Beine sind zu lang, Tobi. Hör dir das an. Also geht auch. Und die Lehne, da habe ich ein kleines Rad. Das ist wirklich ganz schön klein, schön griffig. Damit kann ich die verstellen. Die Seitenwangen habe ich nichts gefunden. Kann ich meines Erachtens nicht verstellen. Darum finde ich es faszinierend, dass Tobi da genauso gut drin sitzt wie ich. Und wir haben ja beide eine unterschiedliche Statur. Aber der ist neben mir auch in den Sitz gerutscht und mit ihm sofort verschmolzen. Und das Erste, was Tobi zu dem Auto sagte, war, boah, die Sitze sind ja klasse. Ja. Das kann ich auch nur bestätigen. Bequem sind die allemal. Sie sind sogar dreifach oder dreistufig beheizbar hier. Und genug gequatscht über Sitze. Nee, aber wirklich super Seiten halt beim Fahren. Und wir sind wirklich hier die Landstraße, diese Bergstraße hoch und runter im Rahmen der spanischen Straßenverkehrsordnung 90 gefahren. Aber halt auch fast durchgehend. Ne? Also nein, komm, ich war vorsichtig. Ihr wisst das ja, ich bin ein ordentlicher Fahrer. Gut, kommen wir zum Lenkrad. Das ist beledert an den Griffflächen hier, auch schön perforiert als Option. Ich glaube 90 Euro oder vielleicht 110 ist das auch beheizbar. Habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich mir war heiß genug hier. Es ist manuell zu verstellen. Das ist der Radius hier. Und für mich war das okay, um die richtige Position zu finden. Ich mag das Lenkrad ja möglichst schön nah bei mir. Haben hier am Lenkrad auch noch so ein RS-Logo. Wie gesagt, blaue Kontrastnaht ist auch dabei. Es ist ein Multifunktionslenkrad. Ich habe auf der linken Seite hier so ein Fadenkreuz und eine OK-Taste für den Bordcomputer. Auf der rechten Seite eine ähnliche Konstellation für das Infotainment-System. Das Sync 2 übrigens standardmäßig auch dabei. Ne? Nix Aufpreis in den 40.000 mit drin. Und auf der rechten Seite noch mal ein bisschen tiefer ist dann der Tempomat entsprechend. Der gehört aber meines Erachtens zum Package, der ist aufpreispflichtig. Die Lenkradheizung ist hier unten einstufig zu bedienen. Und ungewöhnlich ist halt wirklich auf dem Blinkerschalter ist ein Taster, den muss man länger drücken, um vom normalen Setup ins Sportsetup vom Fahrwerk zu kommen. Hatte ich auch noch nicht. BMW hat einen Bordcomputer, ne? Ja, gut. Lenkrad, toll. Fährt sich super. Gucken wir mal in die Spiegel.
Ja, Spiegel hatte, läuft. Nein, die Außenspiegel sind gar nicht so groß. Eigentlich fast klein. Ich finde, die sind nicht mal größer als die vom Smart. Sehen tue ich trotzdem genug nach hinten. Auch der Innenspiegel, da sehe ich die komplette Heckscheibe, ohne dass ich jetzt den Kopf bewegen muss. Die Kopfstützen hinten sind aber auch eingefahren. Und mit den drei Spiegeln kann ich alles ganz gut hier im Blick halten. Blick über die Schulter. Ja, B-Säule ist nicht schlank, keine Grazie, aber das ist noch vertretbar und ich habe da wirklich keinen großen toten Winkel. Und jetzt hier, ja, B-Säule geht, C-Säule geht, D-Säule ist nicht schlank. Aber dazwischen ist noch mal ein kleines Fenster, also richtig toter Winkel, nee, ist da nicht, war ja schnell. Ne? Nein, aber das passt schon, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber vermutlich beim anderen Auto werde ich mich aufregen, sage ich schon dazu. Hätte ich zumindest gesagt, boah, ist die dick. Nein, ist okay, passt schon. Ja, Rundumsicht eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Okay, dann geht es weiter. Hinter dem Lenkrad haben wir das Cockpit. Zwei klassische Rundinstrumente mit so einer blau angehauchten Skala. Auf der linken Seite der Drehzahlmesser bis 8000 Umdrehungen ausgezeichnet. Bei 6,5 fängt der rote Bereich an. Auf der rechten Seite dann der Tacho bis 300 km/h ausgewiesen. Wagen fährt 266, bergab vielleicht 270, 280. Passt also auch. Zwischen den beiden Rundinstrumenten einmal klein die Tankanzeige. Also Tobi hat vorhin gesagt, die Tanknadel bewegt sich gar nicht. Jetzt steht die auf halb. Kann das sein? Ne? Nein, die steigt bestimmt noch. Und die Kühlwassertemperatur. Da drüber dann der kleine Bordcomputer. Und da sehe ich schon mal die Außentemperatur in der oberen Zeile und in der unteren Zeile den Kilometerstand. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mir unterschiedliche Sachen anzugucken. Ich habe einmal so eine Bordcomputer-Ansicht, gefahrene Strecke 78 Kilometer, Durchschnittsverbrauch 19,8 Liter, aktueller Verbrauch 0 Liter, Restreichweite 239 Kilometer. Ja, okay. Dann kann ich weiterschalten, dann kriege ich die Geschwindigkeit nochmal digital angezeigt. Das finde ich ja immer sehr wichtig, weil ich finde, in diesen kleinen Skalen sieht man immer gar nichts, kann man gut ablesen. Ist prima, ein Head-Up wäre natürlich noch schöner, ist aber nicht dabei. Tageskilometerzähler, dann nochmal extra, nochmal eine Verbrauchsanzeige. Boah, diese Zahl kann ich gar nicht glauben. Und die ganzen Werte, die ich euch eben vorgelesen habe, entsprechend nochmal. Der Wert ist jetzt auch wichtig, Durchschnittsgeschwindigkeit 53 km/h. Auf 73 Kilometer. Ein Stück Autobahn war aber auch dabei in Spanien. Gut, das Ganze kann man dann nochmal in der zweiten Ansicht sich angucken. Also es gibt eine zweite Bordcomputer-Ansicht und die Informationen kann man sich noch anzeigen lassen, wie auch die Einstellung zu den Fahrerassistenzsystemen zum MyKey. Oh ja, das wäre natürlich fein, ne? Papi kauft sich den, Töchterlein macht einen Führerschein. Klar kannst du ihn haben, bis 60. Nein, würde ich nie machen. Vertraue meiner Tochter total. Ihr sollt gar nicht wissen, dass ich eine Tochter habe, oder? Weiß ich nicht. Gut, das Display ist wirklich schon ziemlich mickrig von dem Bordcomputer. Und lustigerweise, wenn man im Navigationssystem irgendwie eine Route eingegeben hat, gibt es da auch nochmal ein Splitscreen, dass quasi an der Seite die entsprechenden Anweisungen vom Navigationssystem erscheinen. Finde ich aber trotzdem noch ganz gut. Also haben sie ganz gut gelöst. Würde ich kaufen, ne? Jan, alles klar. Ja, das Ganze lässt sich gut ablesen, zumindest am Tag. Ich weiß noch nichts über die Nacht. Ich weiß auch nicht, wie das beleuchtet ist. Ich hoffe, es wird noch dunkel, dass wir euch zumindest ein paar Bilder mitbringen können. Dann habe ich hier oben so eine Schießscharte und da sind dann nochmal drei kleine Instrumente eingelassen. Ja, der Bar. Nein, erstmal Öltemperatur, Öldruck und ich denke noch der Druck vom Turbo. Jetzt oute ich mich hier gerade als Oberhorst. Ich habe einen Hänger. Komm, ist mir egal. Was ist da in der Mitte zu sehen, Kinder? Der Erste, der schreibt, kriegt 7 Karma-Punkte gut geschrieben. Der Zweite noch 3 und alle weiteren 1 Punkt. Wir sind da nicht so. Hier haben wir jetzt nochmal das Sync 2, das Display, auch das lässt sich gut ablesen. Wir haben hier sogar eine Rückfahrkamera, auch das eine Option, ja, die jetzt aber partout nicht angehen will. Bild ist okay, ist jetzt nicht so knackig scharf, komm, kostet der Kram hier, ne?
mit Linien, Führungslinien und auch nochmal den Linien, wo ich hinfahre. Das ist also gut gemacht. Da hinten sieht man unsere Koffer, die wir eben ausgeladen haben. Und daneben dann auch nochmal eine kleine Zeichnung, zumindest nach hinten mit den Abstandswarnern. Ich glaube, vorne hat er auch gar nichts. Ne? Stimmt, vorhin hat er nicht gepiept. Ja. Kann man machen. Die Kamera ist jetzt hier nicht großes Kino, aber zum Einparken reicht die. Ja, ne, wie sich das alles so verschiebt. Ich bin ja total objektiv, ihr merkt das heute. Ne? Ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Dann soll es ein Ambient Light geben mit LED. Und ich habe irgendwo habe ich eben so rote Pünktchen gesehen. Wo waren das? Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Also es gibt ein Ambient Light. Wir versuchen nachher noch ein paar Bilder einzufangen, wenn es dunkler wird. Sonst stellen wir uns morgen einen Tunnel irgendwo, wenn es geht. Gucken wir mal. Kriegen wir schon hin. Schiebedach im Konfigurator ist eins dabei. Ich konnte es allerdings nicht anwählen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt kombinieren kann oder nicht. Im Konfigurator war auf jeden Fall eins. Und wir haben beim Smart den Hupencheck vergessen, Tobi. Das war das Elementare, was fehlt. Ich sag noch, irgendwas haben wir vergessen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Der der Hupencheck fehlt noch. So hört er sich an, aber jetzt auch nicht groß spektakulär. Das war's. Jetzt machen wir weiter mit dem Innenraumcheck. Ja, ich sitze hier. Ihr wollt es mir nicht glauben, aber ihr müsst es glauben. Im Ford Focus RS und mache jetzt einen Innenraumcheck, weil wir alle Autos gleich behandeln. In die Türtaschen passt allerlei rein. Diese Mika-Flasche auf jeden Fall, aber immerhin 0,33. Ich sag mal, hier passt auch eine 1,5-Liter-Flasche rein und dahinter ist immer noch massig Platz. Das ganze Fach hier ist mit Hartplastik ausgekleidet, sodass auch alles klappert und zerkratzt. Wäre ganz schön, wenigstens so eine rutschfeste Unterlage. Neben dem Lenkrad links haben wir nochmal ein Fach. Irgendjemand hatte mir mal gesagt, das wäre so eine Art Brillenfach hier. Sind auf jeden Fall Münzhalter auch. Hier kann ich also Münzen reinstecken. Langes Fach, vielleicht bekommt man da sogar eine größere Sonnenbrille rein. Ich habe meine jetzt schon weggelegt. Ja, richtig weggepackt. Ach, ich bin so ordentlich. Nichts, nichts, nichts. Dann haben wir hier das nächste Fach. Einmal der USB-Anschluss sitzt hier. Ich lade mein Handy nebenbei. Und dann nochmal so ein kleines Schubfach. Leider ist das Fach wirklich zu klein, um mein iPhone da reinzulegen. Also ich bin hier echt gekniffen. Geh mal, hallo. Ich weiß nicht, Tobi, hast du deins da reingepasst vorhin? Mal einmal kurz gucken hier, ne? Tobi ein bisschen klein. Ui. Ja, dein Kinderhandy passt da rein. Weil du das nicht lesen. Ja. Gut, hier kann man auch zur Not ein paar Münzen und einen Schlüssel reinmachen. Gut. Einmal ganz kurz Schaltwege. Das war's. Ne? Ist faszinierend, oder? Also es kommt schon relativ nah an den Mazda ran. Also nicht ganz, aber schon ziemlich nah. Gut, mein Handy lasse ich mal hier unten weiter laden. Dann haben wir hier eigentlich so eine Schublade, die zu ist. Die kann ich aufziehen. Und dann habe ich hier so verschiebbare Abstandshalter, sodass ich meine Flaschen quasi einklemmen kann. Und rein von der Breite passt hier bestimmt auch noch eine größere Flasche rein, wenn man jetzt eine Literflasche hier mittig festklemmen möchte. Das Prinzip finde ich ganz clever. Kann ich auch, glaube ich, hier sogar reinlegen, theoretisch. Gut, und dann gibt es hier noch so eine Art Geheimfach, beziehungsweise, wenn man längere Flaschen hat, kann man die auch hier ganz unten reinstellen. Man kann aber auch hier Sachen reinlegen, um die halt so ein bisschen zu verstecken, schiebt man das zu und dann ist das so aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, das ist für mich, glaube ich, die Hölle, so ein Fach. Ne? Ich tue da immer ganz wichtige Sachen rein und dann hat es mir jemand geklaut. Aber eine große Flasche passt hier rein, eine Literflasche würde hier locker gehen oder ein großer Starbucks-Becher oder. Ups, Press steht da drauf, Jan. Gut, dann haben wir noch eine Mittelarmlehne. Die lässt sich auch nach vorne schieben. Wobei das natürlich schwachsinnig ist, weil die Hände ja immer am Lenkrad sind. Aber es geht theoretisch beim Warten auf dem Parkplatz. Ihr wisst Bescheid. Die kann ich aber auch öffnen. Dann habe ich hier erstmal so einen Einleger. Und hier habe ich 12 Volt, einen SD-Kartenleser, einen Line-In-Eingang und auch nochmal einen USB-Eingang. Wo Ford einen USB-Stick reingesteckt hat. Müssen wir gleich nochmal gucken. Habe ich auch noch nicht gecheckt. Ja, auch total witzig. Serienmäßig auch hier in dem Auto verbaut. Ein Sony-System. Wie hört sich das an? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es noch nicht. Müssen wir gleich auf dem Rückweg. Fährt Tobi, dann können wir uns das mal anhören. Ne? Gut, unter den Sitzen befindet sich nichts. Wir haben hier auch kein Fach und kein Netz, aber ein Handschuhfach. Ja, das ist ansatzweise groß. Also die haben uns hier die Bedienungsanleitung rausgeklaut.
beleuchtet ist es auch irgendwo. Ja, kann man machen, geht schon. Ein Stifterhalter ist dabei und nochmal so ein Fahrzeugscheinhalter, glaube ich. Ah, das ist schon so ein bisschen billig hier, ne? Aber gut. Ja, fährt sich super. Und mal ganz im Ernst, wenn man jetzt 50 Autos nimmt aus allen Segmenten und immer nur das Handschuhfach anguckt, da ist es, glaube ich, das Teil am Auto, wo man die kleinsten Unterschiede sieht. Also jetzt in der Größe vielleicht noch, aber von der Qualität her nicht unbedingt. Gut, wir haben Sonnenblenden. Beide haben hier auch so ein Gummiband, wo so ein Ticket reinpasst. Ist versehen mit einem Make-up-Spiegel, Licht von beiden Seiten. Ja, läuft. Werde alt. Haltegriffe haben wir auch an allen vier Türen. Hier habe ich nochmal ein Brillenfach. Aber ey, wirklich Ford. Was soll denn da rein? Eine Kinderbrille oder was? Also das ist schon mal wirklich fast unverschämt klein. Aber gut, man hat zumindest eins. Und hier oben haben wir dann auch noch die Einstiegsbeleuchtung einmal, wie auch Leseleuchten. Und ich verstehe ja dieses Ford-Prinzip immer nicht, dass man mit einer Lampe quasi alles abfackeln kann. Bei Ford geht das aber. Ja, funktioniert auch. Ja, soweit, so gut vom Innenraumcheck. Ja, der Ford Focus, er ist natürlich ein Familienauto, das ist doch ganz klar. Ich meine, Vater, ne? Vater braucht ein Familienauto. Und darum rede ich mir jetzt, egal wie es da drin ist auf der Rücksitzbank, ich sag euch jetzt schon, für die Kinder ist es top. Ja, los, komm, Kinders, ne? Läuft das hier? Oh, ist ja super, super. Nein, ganz im Ernst, einsteigen, man muss den Kopf ein bisschen einziehen, auch als Erwachsener. Der Fahrersitz ist ja hier schon auf mich eingestellt und ich finde es jetzt wirklich nicht schlecht. Da glaubt mir natürlich jetzt wieder kein Mensch, aber die Tür kriege ich auch ordentlich zu. Komm, kommt rein. Ja, ich sag ja, ich rede es hier schön, aber so schön ist es auch gar nicht. Ich muss gar nicht so viel schön reden. Aber als erstes fällt mir auf, vorne richtig geile Sportsitze. Hinten nicht mal ansatzweise ausgeformt, die Sitze. Das ist natürlich schon ein bisschen schade, gerade wenn man jetzt sagt, Fatih fährt sportlich, ne? Kinder so, wow, wow. Nein, also ihr wisst, was ich meine. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen was drauflegen können, aber 40.000 Euro, komm, mal schon Ruhe geben. Ich habe hier in der Mitte ein Lederteil und an den Seiten ist es aber Stoff, dann hier in den Sitzwangen auch noch mal ein bisschen Leder. In den Türen ist es genauso wie vorne, auch hier so ein kleiner Lederstreifen passt also, ist in Ordnung. Mein Platzangebot, ihr wisst es, ich bin 1,80. Ich kann hier fast sogar noch mal eine Faust hochkant zwischen meinem Kopf und dem Dachhimmel anbringen. Auch von der Beinfreiheit habe ich hier überhaupt keine Probleme. Kann hier also durchaus längere Strecken zurücklegen, reisen. Und selbst zur Seite habe ich jetzt nicht Beklemmungen oder so. Wobei ich halt schon, also auf meiner Augenlinie ist das Fenster fast zu Ende. Man muss sich schon so ein bisschen runterbeugen. Geht aber. Ist auch in Ordnung. Soweit. Gut, gucken wir mal, was wir hier sonst noch so haben. In den Türtaschen, da passt diese kleine Halbliterflasche rein, mehr aber auch nicht. Also zwei Stück davon würden passen. Das war's dann auch. Einen Haltegriff habe ich sonst nichts. Also die Sitze sind hier ein bisschen ausgespart. In dieser Aussparung ist halt eine Tasche. Also einmal kann ich was verstauen und dann habe ich nochmal so ein bisschen extra Platz für meine Beine. Ich brauche das nicht, aber der Tobi vielleicht. Lass uns nochmal sehen. Tobi, wie sitzt du denn hier hinten drin? Gut, der Sitz ist auf Jan eingestellt und ich muss sagen, dass wenn ich mich versuche, hier aufrecht hinzusetzen, so schön schonend für den Rücken, dann klappt das nicht besonders, aber mein üblicher Trick, dass ich einfach ein bisschen weiter nach vorne rutsche, klappt dann schon. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Kopffreiheit und bekomme meine Handflach dazwischen geschoben, also zwischen Dachhimmel und meinem Kopf. Ich muss die Beine aber deutlich auseinander machen, dass ich hier irgendwie noch einigermaßen mit denen klarkomme. Wenn ich jetzt versuche, mich hier reinzuquetschen, dann klappt das nicht wirklich, obwohl der Sitz ausgespart ist, komme ich irgendwie nicht richtig in die Ansparung rein. Aber wenn ich jetzt das auseinander mache, ist das schon okay. Wenn man jetzt sich allerdings arrangieren müsste in dem Auto, wir haben das eben probiert, Jan ist ein kleines Stück nach vorne gerutscht, sodass er noch fahren konnte, dann hatte ich hier auch ein bisschen mehr Platz und dann würde ich auch sagen, dass ich da so 2-3 Stunden schon mitfahren müsste, wenn es nicht anders ginge. Aber so wie es jetzt ist, ist es wirklich eher unkomfortabel als komfortabel und ich glaube, dann würde ich eher den Fahrersitz bevorzugen.
Ja, danke Tobi. Mach ich weiter. Ausstattungsmäßig ist es hier nicht so der Knaller. Also hier habe ich irgendwie so ein Fach, kann ich was reinschieben. Da ist aber kein Strom, kein gar nichts. Ich habe auch keine Armlehne hier, die ich ausklappen kann. Ich kann also keine Getränke hier irgendwie unterbringen. Das wäre ja irgendwie für Jens das Schlimmste. Ich habe Haltegriffe mit so einem Kleiderhaken an beiden Seiten. Ich habe Leselochten, also hier auch wieder diese 2-in-1-Technik für die beiden äußeren Sitzplätze. Es gibt Isofix-Halterungen für die beiden äußeren Sitze. Die Gurtpeitschen sind starr. Mal gucken, wie lang sie sind. Ja, habe schon längere Gurte gesehen. Oh, könnte natürlich knapp sein. Also für meine Kinder reicht es natürlich. Aber so eine Babyschale würde ich echt ganz gerne. Eigentlich müsste man so ein Ding mit haben, aber können wir ja nicht in den Flieger auch noch mitschleppen. Ne? Ja, müssen wir mal, also Fatih, wenn du ein kleines Kind hast, so mit Kindersitz und so, guck dir das nochmal genauer an beim Händler, ob das passt oder nicht. Die Fenster sind elektrisch, versenken sich allerdings nicht ganz. Da werden meine Kinder meckern, wenn ich das Auto kaufe. Aber ist noch im Rahmen. Geht schon. Nein, eigentlich finde ich das wirklich nicht gut. Haben wir einen Einklemmschutz, der ist auf jeden Fall gegeben. Das ist schon mal prima. Ja, haben wir sonst noch irgendwas, was ich erzählen kann, zeigen kann? Achso, doch, wir haben hier noch ein Fach, habe ich beim Einstieg gesehen. Sarah hat das benannt, das Krümelfach. Also hier unten haben wir auch noch ein Fach und da können wir entsprechend auch noch Sachen reinkrümeln lassen. Aber wofür das wirklich gut ist, weiß ich nicht. Ja, komm, das war's. Jetzt noch schnell in den Kofferraum und dann können wir fahren. Ja, jetzt kommen wir natürlich auch noch zum Kofferraumcheck. Man will ja auch das eine oder andere Mal befördern. Und bevor ich das mache, zeige ich euch einmal den Schlüssel. Ganz normaler Ford-Schlüssel eigentlich. Auf der einen Seite haben wir ein RS-Logo und auf der anderen Seite drei Knöpfe. Entriegeln, verriegeln und zweimal drücken, um den Kofferraum zu öffnen. Das kann ich natürlich auch hier über den Taster machen. Aber wer kann, der kann. Kann ich auch so machen, ne? Ja, und jetzt fängt das an, der Punkt, an dem ich anfangen kann, mir das Auto schlecht zu reden. Naja, lassen wir das erstmal. Guck mal, die Rolle passt quer rein. Kaufe ich. Also ehrlich, muss ich ja, wenn die Rolle hier schon quer reinpasst, dann kann ich damit ja auch zum Flughafen fahren. Das ist ja ein Träumchen. Das Problem ist, mein großer Reisekoffer und die Rolle passen nicht, denn wir haben hier lediglich ein Ladevolumen von, haltet euch fest, 260 Litern. Das liegt unter anderem auch daran, wenn ich hier das hochhebe, habe ich hier zwar noch so ein paar kleinere Staufächer, aber hier ist halt nicht wirklich mehr viel Platz drunter. Und 260 Liter, nur damit ihr das mal einordnen könnt. Gestern sind wir noch den Smart vor Tour als Cabrio gefahren, 230 Liter. Also der Kofferraum hat hier tatsächlich offiziell, von offizieller Stelle mit dem Stempel drauf, 30 Liter mehr nur als der Smart. Und da sage ich, aber dann, der sieht so breit aus und so tief und ja, der ist bloß halt nicht besonders hoch. Ne? Also ja, was soll ich sagen? Einmal, ehe ich das jetzt wieder vergesse, ich wollte gerade sagen, beim Smart haben wir es nämlich auch vergessen, aber da mussten wir es ja gar nicht machen. ja, hier mal die Höhe ausmessen. Die, ja, ich denke so 2,10 sollte die, also bis zur Kante hier haben wir 2 Meter. Und da geht es noch so ein bisschen höher, 2,10 Meter. Ja, Tobi lacht, ey, was soll das denn, Tobi? Du fängst dir gleich ein paar. Nur ich gehüpft, ich mache jetzt schon den Jens hier. Gut, also 2,10 Meter solltet ihr im Kopf rechnen, je nachdem wie eure Garage das so macht. Und wir gucken uns jetzt mal gemeinsam den Kofferraum an. Ja, das machen wir zusammen, glaube ich. Okay, machen wir jetzt hier erstmal die Nippel ab. Das ist natürlich auch alles nicht ganz so schön. Einmal ordentlich drunter gekloppt. Oder auch nicht. Ja, okay. Wie geht denn das hier? Also ich brauchte nur 5 Stunden, um diese Hutablage hier zu abzumachen. Einfach nur, damit man es mal sieht. Hier können wir das hochziehen und gucken dann hier rein. Was auch immer. Sieht aus wie ein Subwoofer, aber ist das einer? Könnte schon sein. Tirefit, Warnweste und Handschuhe und so ein Zeug. Das Warndreck hier auch. Noch ein Abschlepphaken für die Rennstrecke. Ho, ho, ho. Und hier noch so kleinere Ablagen, wo man auch ein bisschen mehr verstauen könnte. Dann haben wir hier auf der Seite einmal so eine Lasche. Da könnten wir auch noch was reinschieben. Da unten. Hier unten ist auch noch eine Lasche. Hier könnte man vielleicht auch noch das Warndreck anbringen. Und hier halt ein Gummiband an der Seite.
Vier Haken haben wir hier. Haben wir gar keine Zurösen? Nee, ne? Nee, keine Zurösen. Naja, muss man noch nicht haben, ne? Und hier haben wir dann noch eine Lampe. Und auf der anderen Seite halt auch. Wofür diese Klappen da sind, ich habe keine Ahnung. Und das war's auch schon. Wenn ich denn möchte, kann ich hier ganz bequem auch die Rücksitzbank umwerfen. Die fällt im Verhältnis rechts 40, links 60%. Und ich glaube, ihr seht es ganz gut, ebene Ladefläche ist halt anders. Ne? Ja, so sieht das aus. Weil ich hier nicht als Depp der Nation in die Annalen eingehen will, es gibt einen Trick dabei. Man schiebt erst die ganze Klappe rein, dreht sie dann so um und dann geht das auch ganz einfach. Also ausbauen natürlich genauso. Hochheben, reinschieben, umdrehen und fertig ist die Haube. So geht es natürlich auch viel besser. Ja, jetzt nochmal ganz fix ausgemessen hier für euch. In der Tiefe haben wir gut 66 Zentimeter. In der Breite sind es 1,3 Meter, habe ich eben schon nachgemessen. Und das Problem bei dem Kofferraum ist halt wirklich die Höhe. Da haben wir gerade mal 36 Zentimeter zur Verfügung und das macht halt dann den großen Unterschied. Wenn ich die Rücksitzbank umgeklappt habe, mache ich das hier nochmal. Aber ich muss gleich eh drüben messen. Dann sind das 1,36 Meter und den Beifahrersitz einmal nach ganz vorne geschoben. Ups. Dann haben wir hier 1,65 Meter zum Durchladen. Ja, das ist natürlich irgendwie hier schon alles ein bisschen kompakter, aber macht ja so einen Spaß hinzufahren. Was will man machen? Ne? Also so schlimm ist das jetzt hier nicht mit dem Kofferraum, finde ich. Ich habe eben noch mal die Ladekante ausgemessen. Nein, ich lüge. Ich habe es in der Pressemitteilung nachgelesen. 62 cm muss man hier an Höhe überbrücken. Danach geht es nochmal, hoppla, geht es nochmal tief rein. Nein, so tief nun auch nicht. Aber gut, 6-7 cm geht es dann nochmal runter. Also man kann jetzt hier nicht die Sachen einfach reinschieben. Finde meine Frau auch doof. Mist. Gut. Wenn man alles umgeklappt hat, dann hat man ein Ladevolumen von 1045 Litern zur Verfügung. Und insgesamt darf man 496 Kilogramm zuladen. 496 Kilogramm Zuladung. Davon dürfen im Notfall 75 Kilo aufs Dach geschnallt werden. Eine Anhängerkupplung ist nicht vorgesehen. Ja, normalerweise Fahreindruck sieht bei uns ein bisschen anders aus. Ich stehe dann hier nicht mit dem Mikrofon und erzähle euch was. Das wird aber jetzt hier so ähnlich sein. Folgendes ist vorgefallen. Gestern hatten wir das Auto und haben in den Kalender geguckt, hier in das Programm und haben gesehen, ja, heute haben wir auch nochmal 5 Stunden. Die haben uns aber heute Morgen das Auto gleich wieder weggenommen und wir konnten die hier nur auf der Rennstrecke bewegen. Ich habe jetzt ein bisschen GoPro mitgefilmt, das lege ich hier gleich drüber, werde aber quasi aus dem Off sprechen, was ich eigentlich ungern mache, weil das dann immer so ein bisschen künstlich ist. In dem Fall geht es nicht anders, Kinder, weil ja, war keine Zeit und hier auf der Rennstrecke fange ich nicht an zu moderieren. Tut mir leid, da brauche ich meine ganze Konzentration auf der Strecke und nicht hier noch ein bisschen was erklären und erzählen und hier mal zeigen und da mal zeigen. Ich hoffe, das ist trotzdem okay für euch, es tut mir leid, aber wenn wir nicht mehr Zeit haben, können wir auch nichts anderes machen, ne? So sieht's aus. Also, jetzt macht's ab. Komme ich also zum Fahreindruck hier ganz trocken aus dem Off gesprochen. Der Ford Focus RS verfügt über 4 Fahrmodi. Wir haben Normal, Sport, Rennstrecke und den Driftmodus zur Verfügung. Und diese Fahrmodi beeinflussen unter anderem den Allradantrieb, also wie der sich verhält, die Federung, die Lenkung, die Motorkennlinien, das ESC, aber auch den Auspuffsound. Der Motor an sich, 2,3 Liter, 350 PS, hängt sehr, sehr schön am Gas. Ich musste mich ein bisschen umstellen. Ihr wisst ja, ich bin eher so der Automatikfahrer und bin das ein oder andere Mal in den Begrenzer reingefahren, muss ich gestehen, weil ich einfach das Schalten vergessen habe. So kam es mir auch so ein bisschen so vor, als wäre der zweite Gang, zumindest fürs normale Fahren, ein bisschen kurz übersetzt und auf der Rennstrecke war es dann der dritte Gang. Im Prinzip heißt das aber nur, ich muss mal wieder öfter Schalter fahren. Ja, Kraft hat der Motor echt genug, überholen auf der Landstraße überhaupt kein Problem, Berge hoch und runter, auch unter Last sind ein Vergnügen, macht wirklich Spaß und gerade die kurvigen Bergstraßen, das ist das Auto wirklich für gemacht, also hat er richtig, richtig Spaß gemacht.
Die Schaltung an sich extrem knackig, auch durchaus kurz, könnte für meinen Geschmack noch ein Ticken kurzer sein, aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau und auch sehr präzise. Also ich kann mich doch auf der Rennstrecke, ist glaube ich sogar ein Beleg, habe ich mich einmal verschaltet, aber sonst die Wege sind wirklich knackig, liegt gut in der Hand, auch von der Ergonomie her, vom Lenkrad runter und wieder hoch, das läuft alles ziemlich prima, hat mir gut gefallen. Der Motorsound hört sich außen erstmal schon ziemlich gut an. Dafür muss man wissen, der Motorsound wird ja von den Fahrmodi beeinflusst. Normal ist er recht ruhig. Also das finde ich auch sehr angenehm. Hat auch der Chefentwickler gesagt, sie haben halt versucht, den Motorsound so anzulegen, im Innenraum zumindest, wo er übrigens künstlich ist, wo er künstlich nochmal unterstützt wird, dass er im normalen Modus halt nicht zu störend ist. Ich meine, ich glaube, ich habe das irgendwo mal... Der kleinen AMGs ist das, glaube ich, dass du es halt nicht ausschalten kannst. Du hast halt immer diese Befeuerung, was zwar ganz schön ist auf der einen Seite, aber wenn du einfach mal Brötchen holen willst oder Quatsch, also kurz mal von A nach B willst, dann wäre es manchmal schön, man könnte es auch ausschalten. Und hier ist es wirklich so, im Ford Focus RS, der ist ruhig, trotzdem kernig noch dabei, aber dezent, sage ich mal so. Und wenn man dann in den Sportmodus geht, dann wird er halt deutlich lauter. Da haben sie auch ein Feature eingebaut, nennt sich Bang & Burbles, also dieses bekannte Auspuffknattern, also Knattern, das so ein bisschen backfeiert. Da ist dann schon ein bisschen mehr Musik drin. Und das finde ich halt auch schön, dass man so eine Spreizung hat, gerade auch beim Sound. Außen, ich bin echt begeistert gewesen. Also es gibt ja mittlerweile viele Fahrzeuge, die sich innen gut anhören und wo man außen dann kaum noch was hört von dem Motorsound. Aber der hört sich auch außen gut an, ohne dass es jetzt zu laut oder zu störend ist. Beim Fahrwerk haben wir zwei Modi zur Verfügung, Normal und Sport. Kann man, wie gesagt, über den Blinkerschalter, da ist eine kleine Taste dran, da kann man das entsprechend einstellen. Da ist so ein kleiner Designfehler von Ford drin, da habe ich auch die Details, damit will ich euch nicht langweilen, aber im Prinzip, wenn man auf den Taster drückt, dann passiert erstmal nichts. Man kriegt eine Rückmeldung halt im Display und es dauert aber so 2-3 Sekunden. Man muss den Taster aber eigentlich nur ganz kurz drücken. Ich habe da jetzt immer so lange gedrückt, bis ich gesehen habe, dass sich da was getan hat, weil ich dachte, das wäre der Vorgang, aber eigentlich muss man das Ding nur mal kurz antippen und dann ist der neue Modus gesetzt, bis es dann halt im Display die visuelle Rückmeldung gibt, dauert es halt ein bisschen. Der Ford Focus, er ist generell straffer vom Fahrwerk aufgestellt als der ST, 33% vorne, 38% hinten, straffer als der ST. Ich fand ihn im normalen Modus erstaunlich komfortabel. Also wir sprechen ja hier bei sportlichen Fahrzeugen immer von Restkomfort. Kann ich gar nicht so sagen, dass es den Rest von Komfort ist, sondern es ist einfach durchaus komfortabel. Wenn man dann in den Sportmodus geht, dann merkt man halt schon, dass er deutlich straffer ist. Um 40% sagt Ford. Also im Sportmodus ist er 40% straffer vom ganzen Setup. Das merkt man auch und das ist natürlich auch angenehm, weil wenn man in Sport geht, dann möchte man es ja auch sportlich haben. Gerade auf den Bergstraßen muss man sagen, der Asphalt war echt extrem gut, als wäre die Straße neu gemacht worden. Hatte ich überhaupt keine Probleme mit dem Sportmodus, also da liegt das Auto wirklich nur schön satt auf der Straße und trotzdem wird man nicht so durchgeschüttelt. Also auch selbst wenn man im Sport fährt, so richtig gehoppelt bin ich nie. Das kenne ich von anderen Fahrzeugen halt auch anders. Also auch hier großer Daumen nach oben. Der Ford Focus RS ist ja im Vergleich, oder die dritte Generation im Vergleich zum Vorgänger jetzt, also mit dem Allradantrieb aus gestattet. Ford sagt, als Richtwert bis zu 70% des Drehmoments können an die hinteren Räder weitergegeben werden und auf der Hinterachse kann man dann quasi die Kraft, die hinten ankommt, bis zu 100% auf ein Rad entsprechend geben. Stichwort ist natürlich Torque Vectoring, das heißt, das kurvenäußere Rad bekommt immer ein bisschen mehr Drehmoment oder richtig viel Drehmoment, dass man entsprechend halt einfacher um die Kurven herumkommt und vorne wird das dann auch, glaube ich, durch eingebremst, das Torque Vectoring, also durch eine Bremseinwirkung unterstützt, sodass man es auf beiden Achsen haben kann, hinten halt mit Kraft, vorne mit Bremse und man kommt wirklich verdammt gut um die Kurven rum. Also wir hatten am ersten Tag halt die Gelegenheit, den zu fahren. Die Strecke war, glaube ich, etwas über 100 Kilometer, davon bestimmt gut
30, 40 Kilometer über diese besagte Bergstraße. Am zweiten Tag waren wir dann an der Rennstrecke. Zum einen hatten wir eine Freifläche als Handling-Parcours, wo wir ein bisschen driften konnten, und dann durften wir auf die Rennstrecke selbst auch nochmal drauf. Und da merkt man schon, dass der wirklich echt extrem agil auf den Strecken ist. Also sowohl auf der normalen Straße, der drückt halt schön um die Kurven rum. Also es ist sehr, sehr angenehm und macht auch eine ganze Menge Spaß zum Fahren. Beim ESC rühmt sich Ford, dass sie es wirklich komplett ausschalten. Also es gibt drei Modi, Normal, Sport und Aus. Bei Sport wird schon oder greift es erst sehr spät ein, bei Aus soll es dann gar nicht eingreifen. Ich muss gestehen, ich habe es nicht mal ausgeschaltet. Der Fabian Mechtel, der nachher aber auch nochmal zu Wort kommt, hat es probiert und sagte aber, zwischen Sport und ganz Aus hat er jetzt nicht mehr so den großen Unterschied gespürt. Der Ford Focus RS kommt mit einer Launch Control daher. Ein bisschen ungewöhnlich für ein selbstgeschaltetes Fahrzeug. Und man muss es auch übers Menü aktivieren. Bei mir ist das so fummelig und ich sage dann auch immer, ey, was willst du denn damit? Wenn du da erst im Display oder im Bordcomputer rumfummeln musst. Auf der anderen Seite, wenn man sich schönreden will, auf der linken Lenkradklaviatur einmal nach links, viermal nach unten, einmal nach rechts und dann okay bestätigen, dann ist das Ding auch schon aktiviert. Das kriegt man, glaube ich, auch im Schlaf hin und relativ schnell an der Ampel. Dann legt man ersten Gang ein, gibt Vollgas bzw. muss über 5000 Umdrehungen kommen. Dann ist es quasi festgesetzt, der dreht auf 5000 und sobald man dann die Kupplung kommen lässt, zieht er halt los. Also wird man mit 5000 Umdrehungen direkt losgeschickt. Wieder nicht vergessen zu schalten. Ja, habe ich beim ersten Mal auf diesem Handling-Parcours auch schön in den Sand gesetzt, beim zweiten Mal hat es dann geklappt, aber wie gesagt, das ist für mich immer so, oh, muss man noch nicht haben. Aber ich bin da vielleicht auch nicht der auf den man hören muss. Da gibt es bestimmt andere Leute, die ja, die finden das richtig klasse. Die Lenkung habe ich als sehr, sehr angenehm empfunden. Sehr schön direkt, eine herrliche Rückmeldung, ein bisschen schwergängig. Man braucht schon in der Grundeinstellung, also im normalen Betrieb, mehr Lenkaufwand als im Ford Focus ST. Und wenn man dann in den Sportmodus geht, halt entsprechend noch viel mehr Kraft. Allerdings ist man mit zwei Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag unterwegs. Und gerade auf der Rennstrecke ist mir bewusst geworden, dass ich nicht einmal umgreifen musste. Also man kann wirklich, wenn man einmal die 180 Grad sind das dann, ne? Also damit kann man quasi alles erledigen und das finde ich schön. Ein bisschen unangenehm ist mir die Lenkung aufgefallen, ganz am Anfang, als wir vom Parkplatz runtergefahren sind, da musste ich dann zurücksetzen, obwohl es mir gar nicht so eng alles vorkam. Ja, wie gesagt, das läuft schon und rein beim Fahren. Ich fand die klasse. Also ich kann zu keiner Zeit sagen, dass mir die Lenkung nicht gefallen hätte. Aber vielleicht bin ich auch nicht oft genug am Parken gewesen. Ich weiß es nicht. Ja, wir fahren ja meistens immer geradeaus. Ne? Aber beim Fahren halt sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der normalen Straße echt klasse. Bei den Bremsen setzt Ford ja jetzt auf so ein Brembo-System, Monoblock-Bremssattel vorne mit vier Kolben, 350er mm Scheiben. Die sind speziell auch nochmal gekühlt und sind ausgelegt für einen 30-minütigen ununterbrochenen Rennstreckeneinsatz. Bei den Bremsen ist es ja oft so, dass die Bremsen viel mehr können, als der Fahrer das vermutet, beziehungsweise wir als Fahrer die Bremsen nie so wirklich benutzen, wie man sie benutzen könnte. Und auch auf der Rennstrecke muss ich sagen, ich habe mich da vorsichtig rangetastet und ich bin ja nun, weiß Gott, nicht unbeleckt. Aber da richtig reinzutreten geht schon und die verzögern auch super. Aber auch schon am ersten Tag auf der Bergstraße hat man das gemerkt. Das ging ja eine ganze Weile berghoch, da musste man trotzdem bremsen, halt vor den Kurven, wenn man da ordentlich reingefahren ist. Aber gerade auch bergrunter habe ich gemerkt, dass die Leistung da überhaupt nicht irgendwie aussetzt oder dass man jetzt das Gefühl hat, die Bremsen werden zu heiß oder funktionieren nicht mehr. Hat sich Ford auch ein spezielles Kühlungssystem überlegt und die Bremsen sollen halt auch extrem schnell runterkühlen. Es gibt da sogar so einen kleinen Jettunnel, dass die Luft entsprechend von vorne angesaugt auf die Bremsen gegeben werden, dass sie immer schön gleich wieder runtergekühlt werden. Und das scheint auch sehr gut zu funktionieren.
Ja, generell, also was den Fahrspaß angeht oder das Fahren generell angeht, kann ich nur sagen, ey, Hut ab vor, dass ihr da auf die Beine gestellt habt. Das ist klasse. Also das macht durch und durch Spaß. Ja, beim Verbrauch muss man halt gucken. Also wie gesagt, am ersten Tag bin ich den mit 20 Litern gefahren. Am zweiten Tag raus zur Rennstrecke waren es, glaube ich, nochmal 17 Liter. Aber man ist natürlich auch versucht, immer schön am Gas zu bleiben, ne? Und effizient zu fahren, ja, kommt einem dann erstmal nicht so in den Sinn. Aber wie gesagt, ich würde den wirklich ganz gerne mal 2 Wochen haben, um den auch mal im Alltag zu bewegen. Also wo du nicht sagst, du gibst immer hier voll Kapelle, sondern du fährst auch mal ganz normal von A nach B. Das, vielleicht auch mal wirklich effizient zu fahren. Es würde mich mal interessieren, wie effizient kann man den Wagen fahren, wo landet man nachher mit dem Verbrauch. Die Richtwert oder der NEFZ-Wert, den Ford da rausgibt von 7,7 Liter, halte ich im Moment nicht für besonders realistisch, dass man den irgendwie erreichen kann. Gut, ja, dann kann ich nur sagen, Driften. Wille Drift ist ja immer ein dickes Thema und der hat ja extra diesen Driftmodus. Und das Allradsystem kennt dann auch Normalsport und Drift als eigenen Modus halt. Ich war sehr angetan. Also ich bin ja mal letztes Jahr mit Porsche da im finnischen Eis unterwegs gewesen und auf dem Eis kannst du ja viel einfacher driften, da brauchst du kaum Geschwindigkeit. Hier hatten wir jetzt so eine Performance-Fläche, einen Kreis abgesteckt und der Asphalt war jetzt nicht besonders glatt, sondern er war schon durchaus rau. Und wie einfach es doch ist, den Wagen in den Drift zu bekommen, das ist phänomenal. Also ich bin mal gespannt, wie viele Kreise man demnächst auf diversen Parkplatzflächen sehen wird. Klar geht das aufs Material, man sollte sich immer überlegen, wie viel Geld habe ich für die Reifen. So ein Satz kostet immer knapp 1400 Euro. Aber es ist verlockend einfach halt. Also du stellst den Wagen in den Driftmodus, lenkst quasi ein, haust dann aufs Gas. Das geht auch schon, also wir sind komplett im ersten Gang gefahren auf dem Parkplatzareal oder auf der Sperrfläche. Trittst ordentlich aufs Gas, das Heck kommt und dann musst du halt sehen, dass du nicht zu doll lenkst, beziehungsweise dass die Lenkbewegungen harmonieren mit dem, was du davor hast, im Kreis zu driften zum Beispiel. Und musst dann halt immer schön am Gas hinbleiben. Macht eine Menge Spaß, ist total lustig. Ich kann mir vorstellen, jeder Ford Focus RS-Fahrer will nur noch Schnee haben, damit er die Reifen ein bisschen schwimmen kann. Also macht wirklich eine Menge Spaß, ist auch lustig. Inwiefern man das wirklich im Alltag braucht, weiß ich nicht. Auf der Rennstrecke, also wer oft auf die Strecke fährt, kann dabei natürlich auch ein bisschen Spaß haben, weil er dann die Kurven halt entsprechend driften kann, wenn er denn möchte und Sinn macht halt. Ne? Manchmal macht es ja Sinn, manchmal macht es auch keinen Sinn. Ja, soweit zum Fahreindruck. Ja, bei den Assistenzsystemen machen wir es ganz kurz und knackig. Da ist halt nicht viel, ne? Also er hat diesen Active City Stop, wenn man denn möchte. Und das war es im Prinzip. Ein Tempomat ist auch noch verbaut, serienmäßig auch dabei. Habe ich, glaube ich, sogar mal ausprobiert. Tempomat am Selbstschalter ist ja mal so eine Sache, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, geht. Und sonst diese üblichen Verdächtigen sind halt nicht dabei gewesen. Kein Lane-Keeping Assist, also kein Spurhalteassistent, kein Totwinkelwarner, keine Verkehrszeichenerkennung. Es ist halt ja, ein Sportauto und da sagt man ja, dass die Fahrer in der Regel nicht so viele Assistenzsysteme brauchen. Ich sehe das immer noch ein bisschen anders, weil man ja meistens auch im Alltag bewegt. Aber ich sag mal so, zum Preis für die 40.000 Euro finde ich das vollkommen okay. Das Infotainment-System, ganz im Ernst, habe ich auch nicht weiter ausgesucht. Ich möchte nur ganz von vorne, habe ich gesagt, da sind zwei serienmäßig dabei, das stimmt. Allerdings, wenn man das Navi haben will, kostet das 650 Euro extra. Oder aber man nimmt es im Paket, gibt ein Paket, das ist das inklusive für 2000 Euro mit anderen Felgen noch dabei, kann man halt auch machen. Musik haben wir wirklich nur sehr, sehr selten gehört, eigentlich gar nicht. Doch einmal habe ich es, glaube ich, angemacht, aber ich kann kein gutes Urteil sagen, also ich kann mir kein Urteil erlauben über die Boxen, weiß ich nicht. Ein Stück sind's von Sony, das kann ich euch sagen, mehr aber nicht. Ich wollte lieber den Motor hören und mich aufs Fahren konzentrieren, als irgendwie Lala hören.
Ja, einen Tag haben wir gefilmt und haben den Wagen innen und außen gezeigt und einen Tag durften wir das gute Stück jetzt hier im Circus Valencia bewegen auf der Rennstrecke, nebenan noch ein bisschen rumdriften. Will it drift? Yes, it will, wenn man es kann. Ich bin da nicht so die Leuchte, aber es geht immer besser und das Auto macht es einem auch verdammt leicht. Gut, aber kommen wir zu unserem Fazit. Was haben wir denn? Fahrspaß. Tobi hat noch Fahrspaß? Ja, Fahrspaß macht er. Der hat Fahrspaß ohne Ende, hat man mit dem Auto. Also es ist wirklich, es ist unheimlich nett. Nein, nett ist das falsche Wort, das ist richtig geil. Also der macht schon richtig Krawall, der macht Spaß, der lässt sich aber auch sehr komfortabel fahren. Also Fahrspaß, definitiv Doppeldaumen gegeben für Jens, noch einen mit. Und hier Björn und Fabian sind auch nur am Strahlen. Fahrspaß ist definitiv gegeben. Alltagsnutzen, ja mein Gott, ein Kofferraum mit 260 Liter, da wollen wir gar nicht so drauf achten. Er hat einen Kofferraum, sagen wir es mal so. Da passt noch eine Kiste Bier rein oder eine Kiste Wasser und zur Not wahrscheinlich sogar ein Wochenendeinkauf. Mit vier Leuten kann man sitzen, wenn die vorderen oder die hinteren nicht zu groß sind. Also ich kann hinter Tobi mit seinen 1,95 nicht sitzen. Er kann hinter mir mit meinen 1,80 schwerlich sitzen. Wenn sich das alles so ein bisschen mehr im Rahmen hält, also so meine beiden passen da hinten rein, sage ich mal. Das läuft schon. Durchaus gegeben. Zum Spritverbrauch kann ich euch nichts sagen. Wir haben es in der Moderation vom Innenraum gesagt, da hatten wir einen Durchschnittsverbrauch von 19,9 Liter. Da sind wir auch Kapelle gefahren. Ne? Irgendwie Berge hoch und runter, Serpentinen, immer bis zur nächsten Kurve, voll auf die Bremse, dann wieder voll aufs Gas. Also das war schon extrem. Jetzt hier, als wir hierher gefahren sind, habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Waren, glaube ich, eher so 12 Liter oder so. Die Kollegen von der Autobild filmen noch. Hallo. Das ist, weiß ich nicht, bräuchte ich mal für 2 Wochen, um mal wirklich so einen Alltagstest zu machen zum Verbrauch. Darum sagen wir meistens nichts zu Verbrauch. Und Fahrkomfort war ich sehr angetan. Also wenn du in Sport schaltest, dann ist er auch schon ein bisschen härter, aber im Komfortmodus, im normalen Modus ist er auch durchaus komfortabel. Also man hoppelt nicht durch die Gegend, das habe ich bei anderen Autos schon ganz anders erlebt. Ich finde, es ist echt eine super Spreizung denen gelungen. Sie sagen selber, der ist ein bisschen härter noch als der ST gefedert im Grundsetup. Und Sport ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber im normalen Modus kann man den Wagen fahren, auch in der Stadt, ohne jetzt irgendwie durchgeschüttelt zu werden und hier mal eine Kopfnicker zu spielen. Also rundum kann ich sagen, Hammer-Auto. Also ich, ganz im Ernst, unter uns, wir sind ja hier fast privat, da muss ich nochmal ein Sparschwein gucken. Also ich bin ja gegen Neuwagen kaufen, aber so als Jahreswagen, ja, vielleicht auch doch, ich weiß es nicht, mal gucken. Also ich habe noch ein paar andere Pläne, aber Der reizt mich schon, gerade mit dem Preis. Ne? 40.000 Einstiegspreis, ein paar Sachen noch mit rein, bist du bei 45 und hast das fertige Auto da. Ne? Also das ist schon klasse. Jetzt muss man gucken, wie hält der Motor, wie halten die ganzen Komponenten, weil das ist ja jetzt, der Preis ist ja durchaus, den haben die ja kalkuliert, gerechnet. Und da muss man halt sehen, was kann das Auto wirklich durchhalten. Auf der anderen Seite, das Programm, was ich dem Auto hier heute und gestern gegeben habe, würde ich ja nicht im Alltagsverkehr machen können. Dürfen wollen. Und ist schon richtig klasse, das Auto. Gut, ich habe jetzt hier noch 2 Stimmen, einmal den Fabian und einmal den Björn Habiger. Ich habe es euch versprochen, 2 Stimmen habe ich mitgebracht. Einmal der Fabian. Fabian finde ich klasse, der kann das hier mit der Rennstrecke so ein Hauch besser als ich. So ein Hauch. Also ich bin immer hinter ihm hergefahren und ab und zu habe ich mal ein Rücklicht gesehen. Von daher kann er das Auto von der Fahrdynamik wahrscheinlich noch viel besser beurteilen. Was mich aber noch mehr interessiert, Fabian ist auch den zweiten RS gefahren, also die zweite Generation. Wir sind ja jetzt hier bei der dritten. Und ich würde vom Fabian gerne wissen, sag mal, wie fandst du das Auto? Was möchtest du meinen Zuschauern hier mit auf den Weg geben, die sich für das Auto wirklich interessieren? Ja, die sollten ihren zweite Generation, sollten die verkaufen, schnellstmöglich. Und sich eine Bestellung für den dritten besorgen, weil das ist unglaublich. Also es ist das Auto, das kannst du überhaupt nicht vergleichen, logischerweise, mit dem Allrad. Das fährt Kreise um alles. Das fährt Kreise um alles. Also da kannst du auch, kommst du bekommen, was du willst. Da kannst du im M135, RS3, A45, ob mit oder ohne Sperre, Golf R, Megane sowieso nicht, mit dem Frontantrieb Solo. Das ist alles wirklich, ich bin einfach beeindruckt. Das ist ein richtig gutes Auto geworden. Es macht richtig Spaß, auch so normal fahren, es ist voll okay. Aber du merkst halt immer, wenn du Gas gibst, dass da was im Busch ist und das ist richtig geil, was da im Busch ist. Und wenn du dann durch den Busch durchgehst, dann Halleluja.
Also wir sind ja ein sehr transparentes Format, deshalb gucke ich nochmal auf die Mütze. Nee, steht nicht Ford drauf und ich weiß es auch, der gute Mann wird nicht von Ford bezahlt. Aber ihr habt mich gehört, ihr habt jetzt Fabian gehört. Es also ist einfach das Auto, das muss man haben, das muss man wirklich haben. Das ist, also wir sind hier im Kreis gedriftet, auf dem Asphalt im Trockenen, da reißt einfach die Profilblöcke hinten raus. Weil das Ding, du gehst, das allerfeinste, was ich hier auf der Rennstrecke jetzt haben, auf der Straße kannst du das nicht machen. Das klassische Hot Hatch ist ja, du fährst rein, holst ihn auf der Bremse ein bisschen quer und bist dann happy, dass dein Fronttrieb da quer ist. Das war's dann aber auch, dann verhungert er am Kurvenausgang. Den Eimer, den holst du auf der Bremse hinten raus und dann bleibt er einfach draußen, weil das macht er dann mit dem Gas den Rest. Und du sitzt da drin und denkst dir, okay, das ist ziemlich geil. Also ich würde wirklich sagen, gut, vielleicht ein Cayman GTS, GT4 kommt da vom Spaß, den ich damit habe, kommt da ran. Aber du musst halt wirklich dann Richtung 90.000, 100.000 Euro gehen, um ein Auto zu haben, was wirklich für, jetzt nicht für einen Rennfahrer, wir sind alle keine Rennfahrer, wir können das jetzt nicht so gut, aber für das, was wir können, ja, wir sind mit dem Auto so schnell, ist unvorstellbar. Also wirklich geil. Gut, damit das jetzt hier nicht eine echte Ford-Werbeveranstaltung wird, bedanke ich mich ganz freundlich. Du hast gesagt, ich... Also ja, das ist alles okay. Ich bedanke mich, weil der Fabian, nur dass ihr das Bescheid wisst und das ein bisschen einordnen könnt, diesen Mann schätze ich wirklich, ob seiner fachlichen Meinung. Und darum war es mir wichtig, dass jetzt hier nochmal jemand anders reinhaut, weil ich bin ja eher so, ne, so ein bisschen gemütlicher, Warmduscher, Einkaufs... Wie war das? Magnetic Grey, ne? Ja, ja, genau, Grey, Magnetic ja. Grey bin ich mehr. So, ja, ne? Ja, 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 genau. Und er ist mehr Nitrous Blue. Nitrous halt, ja. Blue, ja. Gut, ja, ich bedanke mich bei dir. Gerne, jetzt hole ich mir den Björn noch an und du kannst essen gehen. Ich esse meine frittierten Sardinen, oder ja, was das ist. Sehr gut, also. Danke dir. So, der Fabian, der hat ja hier das Auto über den Klee gelobt, ich auch schon. Darum jetzt nochmal Björn Habiger von meinem Autoblog, den ich ja als jemand sehr Kritisches immer wahrnehme. Und ich bin mal gespannt, eigentlich weiß ich, was von ihm kommt, weil wir uns ja auch schon unterhalten haben. Aber lass doch mal raus, Björn, was ist da nicht so gut? Was ist denn nicht so gut? Ne, der Vortrieb hört irgendwann auf bei 266 km/h. Kann man auch mal kritisieren, dass bei 266 km/h in der Kompaktklasse schon Schluss ist. Ich habe da unten Ende Start Ziel bei 140 einen Drift eingeleitet in der Links. Und dann kannst du auch sagen, ja, warum hat er nicht bei 160 noch gedriftet? Ne? Also selbst wenn ich versuche, kritisch zu sein, dieses Ding, dieses Auto, diese Murmel aus Köln für 40.000 Steine ist fahrdynamisch so unfassbar gut, dass ich vielleicht als einzigen Kritikpunkt an dem Auto die Playmobil-Schalter für die Lüftungsdüsenverstellung kritisieren würde. Also ihr merkt schon, wir bewegen uns hier auf richtig hohem Niveau. Ich habe den Kofferraum kritisiert. Oh ja. Also das geht gar nicht eigentlich. Also eigentlich ist das Auto unkaufbar, finde ich. Es sei denn, man will damit fahren. Also dann geht's halt. Genau. Also wenn du jemand bist, der natürlich ständig zu Ikea fährt, kauf es nicht. Bist du jemand, der dann doch lieber mal am Wochenende über die Nordschleife brettert? Das ist das Auto. Das ist unfassbar. Also ich bin jetzt echt happy, weil ich habe mir über den Klee gelobt, der Fabian hat mir über den Klee gelobt und der Björn gibt uns quasi nur recht. Also dass ihr mal wisst, es gibt Autos, die sind einfach gut und wenn man sagt, das ist ja. Auto ist gut, dann kann man sich noch 5 Experten dazu holen, die werden dann auch nichts anderes sagen. Und ja, aber ich danke dir, Björn. Sehr gerne. Das machen wir jetzt öfter mal. Der Björn ist ja bei den meisten Fahrveranstaltungen zugegen, wo ich auch mal mit hin darf. Und er ist nicht immer so. Ne? Er kriegt schon eine exklusivere Einladung als ich. Aber dafür, immer wenn wir zusammen sind, machen wir das jetzt mal, dass ihr nochmal eine zweite Meinung hört. Und gerade Björn und auch Fabian, wenn die da sind, die sind immer so ein bisschen dynamischer unterwegs als ich. Von daher ist mir das ganz lieb, wenn ich nochmal eine andere Stimme habe, die dann sagt, ja Jan, hier hast du schön über den Lack berichtet, aber jetzt reden wir nochmal übers Fahren. Darf ich nochmal ganz kurz, weil das ist der zweite Tag, ich weiß nicht, wie du da in die Tiefe gehst bei deinem Interview, bei deinem Film. Das ist ja der zweite Tag und wir sind ja gestern losgefahren vom Flughafen ja. Und es hat ungefähr 15 Kilometer gedauert, bis Fabian und ich uns angeschaut haben und gesagt, Alter, das ist nicht deren Ernst. Das Ding ist ja, wie kannst du da 40 Kilo draufschreiben? Da müsstest du 60 draufschreiben eigentlich. Aber gut, wir bringen mal Ford nicht auf dumme Ideen. Nein. Das machen sie nächste Woche wahrscheinlich eh oder sind 2 Monaten, wenn er dann durchbestellt ist und dann kommt der Preis nach oben. Ja, vielleicht. Gut, irgendwas wollte ich... Achso, weißt du euren Durchschnittsverbrauch von gestern noch? Der ist unerheblich. Achso, okay. Gut, ja, ich hatte 20 Liter. Ich dachte, ihr hattet weniger. Ich glaube, ihr hattet 17 oder so. Wir hatten 23 auf dem ersten Teilstück und 17 zurück. Da ist dann der Herrenfahrer gefahren. Ah, okay. Und aber der ist unerheblich. Und wenn du jetzt die Mitbewerber nimmst in dem Segment und nimmst sie genauso ran, da hast du halt auch zweistellig mit einer 2 vorne dran. Das ist völlig normal. Gut, wir sind aber auch ein bisschen
zügiger gefahren. Was meinst du, Durchschnittsverbrauch normal? Kann man machen in der Stadt, Alltagsbetrieb, 12 Liter? 12, denke ich, wirst du schon brauchen. Ja, vielleicht auch 14. Da. Also je nachdem, wie oft du halt Spaß hast. Ja. Aber das Auto verleitet halt auch gut. Der Motor ist so elastisch. Wo ich dich gerade mal hier habe, du hast dich eben mit dem Michel Liemann nochmal unterhalten. Ja. Wir machen hier keine Reifenwerbung, aber den Ford gibt es erstmal nur auf den Michelin-Reifen. Mit einer eigenen Spec, ja. Hat der irgendwas gesagt, was die kosten? Ein Michelin in der Spec, die du dann über den Ford-Händler beziehen solltest oder über den Reifenhändler und sagst, das ist für einen Focus RS, kostet der Reifen etwa 345 Euro. Nachdem wir vorhin 15 Minuten lang Powersliding gemacht haben, ja, willst du nicht umrechnen. Ja, ist, also müsst ihr auch sehen, also das ist vielleicht, aber ich meine, das ist normal, ne? Kaufst du ein Auto, willst schnell fahren, kostet das Material halt, ne? Nicht nur Benzin, sondern auch Reifen und Bremsen irgendwann. Ja, kann man machen, aber dann habt ihr auch mal eine Zahl, was die Reifen kostet, weil wir rechnen ja alle, ne? Also wir 40 Kilo für das Auto, da bin ich sofort so im Überlegen, wie erklärst du es deiner Frau, ja? Ja, ja. Weil das ist das Auto, mit dem du im Alltag ganz normal rumgondeln kannst. Und am Nürburgring dann trotzdem am Wochenende auf die Nordschleife gehst und mal wahrscheinlich 90% der Porsche-Fahrer dort stehen lässt. Weil 90% der Porsche-Fahrer halt nicht an das Limit von ihrem Auto gehen, sondern an ihr persönliches Limit. Und das ist dann weit unter dem, was du mit dem Auto machen kannst. Das ist unfassbar. Ja, aber jedes Wochenende 1.300 Euro für Reifen verbrennen. Das wirst du wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ich habe mir die Reifen angeschaut hier auf der Strecke. Ich glaube, 2 Runden Nordschleife, zweimal im Monat oder so. Das kannst du machen, aber so ein Michelin Supersport ist ja sowieso ein relativ weicher Reifen. Also kannst sowieso nicht sagen, ich fahre den Reifen 4 Jahre. Das kannst du eher parken. Ja, also. Wisst ihr Bescheid. Also alle, die jetzt auch ins Sparschwein gucken, rechnet noch ein bisschen Geld für Reifen ein. Super. Ich danke dir, Björn. Gerne. Super. Ja, finde ich immer gut, wenn die Kollegen auch mal zu Wort kommen. Ihr wollt ja mal ein paar mehr Eindrücke haben als nur von mir. Tobi will ja immer nicht vor die Kamera. Das war's halt, ne? Ich hoffe, euch hat's gefallen, auch wenn es mit den Fazien nicht ganz so prickelnd war. Wenn es euch gefallen hat, bitte gerne einen Daumen nach oben. Teilt das Video gerne auf den ganzen sozialen Netzwerken. Erzählt euren Freunden von uns. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, es gibt Patreon, es gibt Tippi, da könnt ihr uns auch finanziell unterstützen. Müsst ihr nicht, aber wir sind immer dankbar. Das war's aus Valencia. Ich sag bis dann, euer Jan. Ja, wer sich ein Ford Focus bestellen möchte, so auch der kleine Jan eventuell, der kann zwischen 5 verschiedenen Farben wählen. Die schönste, ich persönlich finde, ist die... Und ja, alles in allem ist das vollkommen okay und ein... Nein. Können wir da irgendwie schneiden? Ja. Okay. Klingelt das Telefon. Da habe ich eine Tasche. Kann ich Sachen reinlegen? Ich muss mal hier ganz kurz gucken. Gleitzmann! Wie eine Speicherkarte im Moment. Okay, Aufnahme. Kannst du in die Outtakes tun. Ford hat gesagt, machen wir nochmal, das ist alles dumm.